Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Ich wollte dich eigentlich jetzt noch nicht ansprechen. Ihr seht, ich habe Silber und Gold, da sprechen wir gleich drüber. Ich wollte nämlich Kai ein Geschenk geben. Wir können ja auch gleich was bei ihm kaufen, weil ihr seht ja, ich habe gut Geld gefarmt, so. In der Goldmine da auch oder nur Mine, ich weiß nicht mehr, wie man die nennt. So. Wow, danke. Ich bin überrascht, dass du überhaupt wusstest, in welcher Jahreszeit ich geboren wurde. Du bist cool. Ja, ich bin so cool und kauf was bei dir. Nämlich. Ach, hier kriegt man das geröstete Eis her. Die Pizza, oder Leute, komm. Die Pizza kaufen. Yeah. Nee, was ich sagen wollte, weil ich bin halt in die Mine gegangen, weil es ist ja so, dass man nämlich, ich überlege jetzt gerade kurz was, weil hier sind ja auch immer diese Felsen mit, kann nur mit Stufe 3 zerschlagen werden, blablabla. Und es ist ja so, dass du halt, je höher die Stufe des Werkzeuges ist, also du kannst ja, ne, wir haben jetzt ja zum Beispiel den Kupferhammer und die Kupferhake. Und dann gibt es ja noch Silber, glaube ich, Gold und boah, mehr weiß ich jetzt eigentlich auch schon nicht. Und ja, und Wahnsinn, wie viel ich habe, ne? Ich habe 9 und 4, ne? Silber. Und da habe ich dann mal geguckt. What I need. So, das kann ich hier reinpacken. Ja, was machen wir denn noch? Keine Ahnung. Ich wollte euch das nämlich erzählen, nämlich. Deswegen, ich kann ja auch einfach schlafen, weil es passiert jetzt eh nichts mehr Großartiges. Und ja. So, in alter Frische. Wir könnten auch gleich zum Dingens gehen, zum Gemischtwarenladen. Oh Mann, ich komme irgendwie nicht zum Erzählen. Ich weiß gar nicht, wieso, weil hier passiert ja auch jetzt nicht viel. Aber irgendwie muss ich gerade mich so ein bisschen ordnen, was es hier angeht, wegen neuen Tag und so. Nee, weil es passiert erst am 24. was, da ist das Feuerwerkfestival, deswegen ist das jetzt nicht so. Und, aber ich wollte es euch erzählen und deswegen. Und dann dachte ich mir so, ja, versuchst du mal dein Glück. Vor allem, ich hatte ja mega viele Weintrauben. Oder ein Weintraubenvorrat. Und dann dachte ich mir so, yo, dann probierst du mal, ob du Glück hast. Und ich habe tatsächlich Glück gehabt. Nicht so wie die letzten Male, wir sind nur bis zu 2 gekommen. Ich glaube, ich bin bis Quellmine 5 gekommen. Und ich baue eine Gießkanne. Und ja, und ich kam halt relativ gut durch und ab Quellmine 3 und 4 findet man auch relativ viel Silber. Und bei 4 oder 5 habe ich halt auch diese 2 Goldklumpen sogar gefunden. Also da erhält man schon Gold. Ja, ich denke mal, man braucht einfach so einen guten Essensvorrat, ne? Weil das Doofe ist, na, da wollte ich doch gar nicht gießen. Sobald du ja sagst, jo, ich will zur Oberfläche, dann kommst du ja nur zu. Ah, die sind schon ausgewachsen, okay. Ich überlege, ach ja, zu Brownie. Und deswegen, also sehr interessant. Da bin ich auch sehr, sehr gut durchgekommen. Das hat mich auf jeden Fall gefreut, weil dann könnten wir nämlich die Hammer auch. Kann ja gleich, ich glaube, 2 habe ich gebraucht, ne? 2 Silber, war das nicht so? Für den Hammer, dann könnten wir da ja auch gleich mal hingehen. Siehst du, ey, wir haben 13 Silber und 2 Gold, das finde ich mega. Und dann gibt es ja noch dahin auch den Weg und da braucht man auch, glaube ich, Stufe 2 oder 3. Bloß so ist der halt gestiegen, der Wert des Hammers, bloß halt so vom, ja, wie soll man sagen?
so vom Material halt nicht, passt das halt nicht. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier rein und gucken mal. Werkzeug verbessern. Hammer. Silber. Oh, das kostet ja auch noch Geld. Stimmt. Ach nee, ich brauche noch was, ne? Da steht doch. Ja, weil hier gibt's, ne, ihr seht schon Silberhammer, dann den Goldhammer. Da brauchen wir sogar nur ein Gold. Dann gibt's den Mithrilhammer. Da braucht man so Mithril und dann mythischer Hammer, mythisches Erz sogar. Ach, und das braucht auch mehr. Und dann könnten wir auch theoretisch, nee, hier nicht. Wo waren das? Ja. Also genug hätten wir, aber nicht genug Geld. Ja. Das heißt, dann brauchen wir aber doch das Mythische oder nicht Stufe 3. Oder nicht? Nee, Goldhammer. Boah. Ja, Leute. Ich glaube, unser Feld leidet denn, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich schalte im nächsten Tag euch wieder ein. Also. Ja, dann sehen wir uns am 24. So, da sind wir auch schon und Brandon ist auch dabei. Ich spreche mit den Leuten, bevor es losgeht. Ich erwarte die Show heute Nacht schon seit Tagen mit großer Vorfreude. Hat die Vorstellung noch nicht begonnen? Wer fängt sie an? Ja, wenn ich da bin, natürlich. Nichts steht so sehr für den Sommer wie ein Feuerwerk am Strand. Sie veranstalten dieses Festival zwar jedes Jahr, aber ich bekomme einfach nie genug davon. Diese Stadt bietet eine viel bessere Show als die meisten anderen Orte, die ich kenne. Oh, hallo Luna. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf diese Nacht. Beginnt die Vorstellung bald? Ich kann es kaum erwarten. Oh, guten Abend. Der Himmel ist heute Nacht wunderschön, nicht wahr? Es sind nicht die Wölkchen. Ach, Mann. Ich kann nicht reden. Es ist nicht ein Wölkchen in Sicht. Es wird sicher eine reizende Vorstellung. Es lebe der Sommer. Es findet das Feuerwerkfestival statt und es gibt noch viel leckeres Essen. Ich komme jedes Jahr her, um das Feuerwerkfestival zu verfolgen. Als ich klein war, kamen wir immer mit der ganzen Familie her und verbrachten hier den ganzen Tag. Damals erschien mir alles so viel größer. Opa stellt jedes Jahr die Zylinder für die Feuerwerkskörper her. Von hier aus kann man sie unmöglich erkennen, doch sagt er mir jedes Jahr, ich soll genau hingucken. Ich verstehe es einfach nicht. Guten Abend, ich glaube, das Feuerwerk geht gleich los. Oh, hallo Luna, bist du auch gekommen, um dir das Feuerwerk anzusehen? Das Feuerwehrfestival von Mineralstadt ist besonders schön. Ich würde vorschlagen, dass du dich setzt und das Spektakel genießt. Juhu, das Feuerwerk wird großartig. Zum Abschluss zünden sie immer ganz viele auf einmal an. Das wird unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, dass die Vorstellung beginnt. Ich mag Feuerwerke sehr. In meiner alten Heimatstadt gab es diese Art von Vorstellungen auch. Guten Abend, Luna. Es freut mich sehr, dass du es rechtzeitig zum Feuerwerk geschafft hast. Ah, sie eröffnet das also, oder erst wenn man mit eingeredet hat. Wow. Sehr schön. Denken sich alle so, die das hier sehen. Ach, du je. Ja, aber sieht schön aus. Ich mag das vor allem mit dem Rot, Blau und Grün. Feuerwerke vom Stand aus zu betrachten ist einfach das Beste, was es gibt. Es fühlt sich so magisch an. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt mit einem geredet habe, aber. Ja, was gibt's noch? Ah, heute hat der Thomas Geburtstag. Thomas ist doch der Bürgermeister, ne? Ja, und Zack. Okay. Sehr schön. So, ich wollte euch noch mit euch was bereden. Also zum Spiel. Nicht, dass ihr denkt, jetzt kommt irgendwie keine Ahnung was. Nämlich, ich habe mich recherchiert wegen diesen Herz-Events, das habe ich ja schon mal gesagt. Weil man braucht diese konversierten Blumen. Und ich denke mir so, was ist bitteschön eine konversierte oder konservierte Blume? Dann habe ich erstmal geguckt. Und ja, habe herausgefunden, das ist so, ja, man kann es beschreiben wie eine kleine Quest, würde ich sagen. Nämlich, man muss halt
Wie war das nochmal? Man muss, glaube ich, zum ersten Herbsttag. Also musste man da irgendwas machen, aber oh, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist das so irgendwas mit Jeff auf jeden Fall und Basil und dann sollte man zum Laden kommen und dann labern die was von so einer besonderen Blume. Ja. Die labern halt was von einer besonderen Blume. Und dann weiß ich nicht, und dann nach ein paar Tagen später ist wieder irgendwas und dann wieder irgendwas und dann kriegt man die irgendwie. Also ist so eine kleine Quest mit Reden und Besuchen und also wie praktisch die Herz-Events selber. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob das alles so klappt. Am besten, bevor Herbst ist, nochmal ganz genau lesen, was die lieben Leute von mir wollen. Und ich überlege gerade. Also, wollte ich euch noch irgendwas erzählen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Ah ja, ich wollte ja den Hammer mitnehmen. Wieder zur Mine gehen. Ja, bloß nicht da. So. Weil wir wollen ja noch ein bisschen Kohle für so. Ach nee, Thomas, genau. Oh, jetzt habe ich den fast vergessen, Mensch. So. Ich denk mir so, irgendwas war da heute irgendwie. Achso, wir haben nur noch eine Rosenkatzenblume. Ja, ist ja nicht so schlimm. So. Wir haben zwar 2000, aber ich kaufe trotzdem den Hammer erstmal nicht, wie schon gesagt, weil wir ja so Geld noch brauchen, so 500, damit wir nicht komplett pleite sind. Ich glaube, der wohnt hier, ne? Nee, ein Haus weiter? Ja. So, hallo. Oh, Luna, ich hatte das über all meine bürgermeisterlichen Pflichten total vergessen. Danke, dass du mich daran erinnert hast, dass heute mein Geburtstag ist und noch dazu mit so einem hübschen Geschenk. Ja, bitte, bitte. Gut, dann würde ich sagen, wir schalten beim nächsten Tag wieder ein. Oder lohnt sich das? Nee, dann lasse ich euch noch dabei, weil das lohnt sich nicht, da für 3 Minuten da jetzt. Oh, Brownie. Komplett auszuschalten. Und deswegen geben wir jetzt zu Mine mal noch ein bisschen Geld und versuchen nochmal, dahin zu kommen. Also nach ganz, fast ganz unten. Ich glaube, im Sommer kann man viel mehr Geld machen als vorher. Vor allem das Ding ist, in der Mine musste ich sogar Sachen wegschmeißen. Ich dachte mir so, irgendwie geht das doch. Und dann, yo, wie viele Blumen von denen hier sind. Die geben ja auch immer ganz gut Geld, deswegen nehme ich die auch. So, irgendwo. Und, was ich noch sagen wollte, in den Minen habe ich das Gefühl gehabt, je tiefer man kommt, desto mehr Geld kriegt man auch. Ich finde das auch immer so blöd, wenn man daneben haut, dass man dann weniger, also. Yo. Also jetzt geht's ab bei mir, ne? Ich habe ja auch ein bisschen Essen. Ja, schön ist gestiegen. Ja gut, hier ist die wahrscheinlich nicht. Yo. Ey, wie Glück kann man denn haben? Hier, wisst ihr, was ich meine? Brauche ich den Hammer und ich muss auf meine gute Laune Dinge achten. Ja gut, ich kann das jetzt alles nicht aufheben. Aber ich möchte ja eh die anderen Erze nicht haben. So, ist es hier vielleicht, wenn ich Glück habe? Na komm schon. Ich habe das auch per Glück gefunden. Ich weiß nicht, wo die ist. Oh man, wo ist das? Habe ich wieder Pech oder wie? Außer mit dem Geld. Jo, ey. So, muss ich aufpassen? Ja, ich muss aufpassen, ich weiß. Aber ich habe ja Essen noch genug. Dann ballern wir mal alles rein, was geht. Ich drücke ein bisschen schneller, weil dann. So habe ich es auch mal gemacht, wenn ich gemerkt habe, okay, es wird leerer, dann. Jo, einfach mal in die leere Schleier. Aber das finde ich echt immer doof, dass da halt die Energie weggeht, weil es immer so ärgerlich.
Sammle ich zwar den Schrott ein, aber ist mir egal. Hauptsache, ich finde jetzt endlich diese. Kann auch sein, dass jetzt der Part ein bisschen länger wird. Was ich eigentlich machen wollte. Sag mal, wo ist das? Wo ist diese blöde Dingenskirche? Hallo, ey. So, und hier ist das halt. Nein, ich wollte es so machen. Also, ich kann ich das zeigen? Habe ich Glück oder habe ich Pech? Seht ihr, hier ist schon mal Silber. Kommen wir nochmal unten hin? Nee, ne. Ne. Schade, oder? Oder kann ich noch? Nee, ist bei zwei, ne? Nee, ich kann nur einmal schlagen, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen. Okay, dann gehen wir jetzt zur Oberfläche. Ja, das war's dann auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!